Halbfinale Schweiz gegen Deutschland. Los geht's. Diesmal mache ich die Wichser fertig, Alter. Halbfinale der Euro. An der Kulisse lässt sich sehr gut die Bedeutung des Spiels ablesen. Alle sind sie gespannt darauf, wer das heiß ersehnte Ticket nach Paris lösen wird. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Toni Kroos ist das Paradebeispiel für einen modernen Mittelfeldspieler. Er ist Passgeber, er bereitet vor, er schließt selbst ab. Er ist so etwas wie das Hirn der Mannschaft. Ja, wenn er in Topform ist, sind sie schon auf dem besten Weg zum Sieg. Mensch, komm her. Ricardo Rodriguez. Yes, 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 komm. Komm. Toni Kroos. Fuck, ey. Auf die Flanke. Da kriegt er den Ball. Oh, dieser Wichser. Schockierend. Was kommt hier hin? Toni Kroos. Das ist Mario Götze. Oh, shit, Alter. Wäre das hier richtig teuer geworden. Eine schöne Ecke. Holt eine weitere Ecke raus. Fuck it, ey. Los, komm, 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 komm. Oh, shit. Ja, komm, 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 komm. Komm. Shit. Granit Xhaka. Berami. Es war ein Ach, komm. Gar keine Frage. Alter, fuck, ey. Nein, nein. Schade. Mesut Özil. Mario Götze. Oh, was ist denn hier los? 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Oh, Alter, Penny. Wie heißt es doch so schön, das Runde muss ins Eckige. Aber bisher haben noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußballphrase beherzigt. Bist du schon, Alter. Müller. Und ein Schuss. Kommt hier hoch, Alter. Nein. Hier ist Josip Drimic. Geht doch daran, verdammt. Shaqiri in den Rücken der Abwehr gespielt. Die Schweiz hatte da ziemliches Glück. Und das weiß die Mannschaft auch. Die Schweiz ist am gefährlichsten, wenn der Gegner angreift. Mit dieser unglaublichen Konterstärke können sie, wie wir ja schon gesehen haben, jeden Gegner aushebeln. Ricardo Rodriguez. Schweinsteiger. Mann, das ist keine Sau, ey. Hier ist Josip Drimic. Berami. Hier ist Josip Drimic. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Müller. Und direkt in die Sturmspitze. Sag mal. Inland.
gibt's da ja eine. Der Torhüter haut ihn weit raus. Müller. Da treibt er den Ball weit vor. Oh nein, Tor, Tor. Schweinstein. Schwacher Pass. Versteht nicht, ey. Er versucht ihn da durchzuspielen. Schafft ihnen wieder etwas Luft. Jerome Boateng. Oh, Scheiße. Er steckt ihn durch. Einfach mal weggedroschen. Oh, was mach ich denn? Shaqiri. Hier ist Josip Drimic. Viel Grundvertrauen. Ein schlampiges Abspiel, damit macht man es dem Gegner natürlich leicht. Der macht fast alles richtig. Der Abschluss, der stimmt nicht. Mario Götze. Starker Pass und... Scheiße. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Noch Mist. Große Torentfernung hin, große Torentfernung her. Man sollte ihn nicht so frei schießen lassen. Und damit geht die erste Hälfte in diesem Halbfinale zu Ende. Oh Gott, ey. 0:0. Bis jetzt keine Tore. Mann, fuck, ey. Gibt's ja auch nicht. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Immer noch unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher erfolgreich abschließen. Stocker. Müller. Mesut Özil. Ja, komm, komm, komm. Groß. Müller. Da kommt er angepäst. Ricardo Rodriguez. Stocker. Müller. Das ist Mario Götze. Mesut Özil. Scheiße, fuck. Shaqiri. Gibt's nicht, ey. Und der kommt durch. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Ecke. Mario Götze. Da hat er verpasst, noch einen richtig schicken Spieler zu binden. Zwei Drittel der Zeit sind vorüber und wir haben immer noch keinen Treffer gesehen. Ja, ich bin gut. Stunde vorbei. Keine der beiden Mannschaften reißt die Partie bisher an sich. Langer Pass. Oh nein. Durch die Abwehr. Wo ist nur die Verteidigung? Diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit.
Mario Götze. Und noch einer. Leck mich, Alter. Yes, Alter. Yes. Es hat lange gedauert, bis sie endlich mal in Fahrt gekommen sind. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich leg mich da fest, kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Alter, war das knapp, ey. Abgefälscht war, ja, sein Boden. Sehr schön. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Ab auf die linke Seite. Wieder mal richtig gut verteidigt. Ab in die Spitze. Ja, und vor damit. Oh, oh. Oh. Jawohl. Es sieht gut aus. Shit, ey. Eine echte Gefahr für den Kasten. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Echt keine Ecke. Mist. Scher. Lichtsteiner spielt einen weiten Pass nach vorn. Neuer. Abseits, gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten. Naja. Lichtstein, ein langer Ball. Der ist schön durchgekommen. Der muss sitzen. Reus. Das ist Mario Götze. Und er macht sich den Weg frei. Alter, das ist kein Schmerz, ey. Nimmt den Ball Volley. Der ist drin. Yes, Alter. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Der war nicht hier drin. Oh, yes, ey. Der war technisch. Der war richtig göttlich. Er rennt. Sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Der Trainer erwacht aus seiner Lethargie. Sie liegen hinten und jetzt erst wechselt er zum ersten Mal. Wahrscheinlich zu spät. Vielleicht aber auch nicht. Deutschland, jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tor. Und es ist passiert. Der Gott. Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge.
Er hat aber mal so richtig eingeschlagen. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Die haben keine Chance. Spielstand 3:0. Na, schade. Ricardo Rodriguez. Langer Pass. Ja, und vor damit. Reus. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Es sieht gut aus. Reus. Drin das Ding. Yeah. Yeah. Und jetzt nehmen sie die richtig auseinander. Kein Torhüter der Welt hätte den halten können. Ein Schuss wie ein Donnerschlag. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Und die Schwierigkeitsstufe ist gerade mal auf. Jetzt fortgeschritten. Giroud. 4 Minuten verbleiben. Also nicht ganz so schwer, aber Ricardo Rodriguez. Ist schon heftig. Nee. Klasse. Und der Schiedsrichter macht hier ein Ende. Dieses Spiel wurde in den Köpfen entschieden. Sie hatten einfach den unbedingten Willen und haben das auch auf dem Platz gezeigt. Sie stehen im Endspiel und jetzt heißt es natürlich weitermachen, immer weitermachen bis zum ganz großen Ziel. War doch geil, Alter. Italien, Frankreich 4-4, 11 Meter, 5:4. Sehr schön. Italien, Deutschland, super. Geil. Wird auf jeden Fall interessant. So, sprechen wir mal jetzt so Razzi ab. Und sehen uns dann im Endspiel Deutschland gegen Italien. Also haut da rein.